Herr Röttgen, Regieren aus einem Guss, hat der Regierungssprecher gesagt, wenn man die letzten Tage verfolgt hatte, dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass zwischen SPD und CDU, CSU da in der Außenpolitik nicht alles so rund läuft. Zumindest hat Horst Seehofer das Gefühl gehabt. Wie ist denn das nun? Die Kanzlerin war ja doch recht scharf in ihrer Analyse nach dem Gespräch mit Herrn Putin, der Außenminister anschließend aus Brüssel sehr diplomatisch. Aber beide waren übereinstimmend in der Sache. Und die Politik der Bundesregierung ist auch klar. Und beide haben sich auch in dieser Klarheit eingelassen. Ich habe übrigens Frau Merkel nicht als scharf empfunden, sondern sie hat das ausgesprochen, was der Sachverhalt ist. Und Frank-Walter Steinmeier hat in Moskau genauso klar gesprochen. Also da mag von außen viel geredet sein, aber die Regierung, die Koalition ist völlig einig. Und allermindestens wissen alle, Einigkeit ist das strategische Gut auch in der Antwort auf Putin. Das wissen alle in Deutschland und darüber hinaus. Natürlich muss man die Summe der Aussagen sehen. Herr Platzig war immerhin mal SPD-Chef, hat ja was von Völkerrecht gesprochen und Anerkennung. Also das hat schon den Eindruck vermittelt, auch wenn man Herrn Mützenich heute gehört hat, der andauernd von sozialdemokratischer Außenpolitik sprach, dass man hier so ein bisschen auseinanderrudert. Nein, in der Sache geschieht das nicht. In der Sache haben ja auch alle die Vorschläge von Platzek zurückgewiesen, weil es auch wirklich eine, wie ich gesagt habe, verheerende Präzedenzwirkung ja hätte, wenn völkerrechtswidrige Annexionen auf der Basis von militärischer Machtanwendung dann auch noch im Nachhinein eine Legitimierung erfahren würden. Das wäre ja ein Präzedenzfall, den jeder für sich reklamieren würde. Das ist aber auch völlig einheitlich zurückgewiesen worden. Übrigens auch von Rolf Mützenich, ganz dezidiert und öffentlich. Diese Position teilt keiner in der Regierung und der Koalition. Nun braucht man Russland ja allenthalben. Wir sehen es jetzt auch bei den Iran-Gesprächen, Atomgesprächen, die wieder verschoben worden sind. Außenpolitik, da kann man sich manchmal die Haare ausraufen. Und die Bundeskanzlerin hat es heute hier betont, das wird ein langer Prozess werden. Wie kann denn der enden? Wir brauchen die Fähigkeit, auch in der Zeit durchzuhalten. Es gibt keinen Knopfdruck, mit dem dieses Problem zu lösen ist. Das ist auch etwas, was wir vielleicht auch lernen müssen, strategische Geduld aufzubringen. Wie es endet, das ist schwer zu sagen, weil wir eben in einem Prozess sind, der uns so schnell nicht loslassen wird. Was wir wollen, ist klar. Wir wollen, dass Russland wieder Teil der europäischen Ordnung wird, Teil der europäischen Sicherheit. Das ist unser Ziel. Das Problem ist nur, dass Putin mit seinem Verhalten die absoluten Grundlagen dieser Ordnung, die sie zu einer Friedensordnung machen, Respekt vor anderen, keine Grenzverschiebung, verletzt hat. Das ist die Spannung, mit der wir umgehen müssen. Und das wird Zeit brauchen. Putin ist vom G20-Gipfel frühzeitig abgefahren. Brauchen wir neue Gesprächsforen, andere Gesprächskanäle, um weiter voranzukommen? Es wird ja permanent miteinander gesprochen, bilateral, am Telefon, bei Treffen. Wir hatten jetzt zwei große globale Treffen. Das letzte G20-Treffen vorher war der Europa-Asien-Gipfel in Mailand. Beide diese Gipfel, die eigentlich auch andere Themen hatten, sind ja dominiert worden von der Russland-Krise, von Gesprächen mit Putin. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Gesprächsmöglichkeiten, die auch alle genutzt werden. Nun hat Egon Bahr gesagt, wir müssen es ja nicht akzeptieren, den Zustand mit der Krim, aber tolerieren, so wie wir das damals mit der DDR gemacht haben. Wandel durch Annäherung wirkt ein bisschen komisch noch in dem Jahr, wo die Krim annektiert wurde. Aber in der Tat, ist das nicht eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, da muss viel Zeit über die Sache wachsen, wir müssen viel Zeit mitbringen? Nein, ich halte das in jeder Hinsicht für völlig falsch. Es bringt auch nichts, wenn wir so tun würden, als hätten wir wieder den Kalten Krieg. Das ist nicht der Kalte Krieg. Wir haben keine militärische, ideologische Konfrontation von Blöcken, sondern wir haben eine völlig neue Situation. Und dieser Ansatz, ach, lassen wir doch mal Gras drüber wachsen, dann sieht man es nicht mehr, dass dort Gewalt ausgeübt wurde, weil ja die Oberfläche nur mit Gras bedeckt ist. Ich glaube, das sind Versuche, die Sache zu beschönigen, die nicht funktionieren, die nicht tragen. Wenn es um die Grundprinzipien geht, von Friedlichkeit, von Respekt gegenüber Integrität, Souveränität anderer, ja kleinerer Staaten, dann ist das nicht kompromissfähig. Man muss darüber reden, wie kommt man wieder in einen Zustand
der Verträglichkeit, der Friedlichkeit, aber nicht um den Preis, dass das Recht, dass das Selbstbestimmungsrecht, die Integrität von Staaten, der schieren Macht durch Militär und Gewalt weicht. Das kann doch nicht unsere Ordnung sein. Das ist keine Friedensordnung. Bei allem Verständnis für Kiew, aber die jetzige Forderung, dass man in die NATO will, ist das nicht genau ein bisschen zu viel? Die Amerikaner sagen, das ist ihnen auch recht, aber wäre es da nicht geboten, anstelle der Europäer zu sagen, jetzt wartet mal ab, das ist der Schritt zu viel? Dass Kiew das sagt und wünscht, muss man verstehen. Aber die Ukrainer und Kiew muss auch verstehen, dass die Europäer, die NATO sagt, das steht nicht auf der Tagesordnung. Und das ist auch beschlossene Sache, dass es nicht auf der Tagesordnung steht. Die Ukraine ist nicht in einem Zustand, dass eine NATO-Mitgliedschaft und eine EU-Mitgliedschaft in einer absehbaren Zeit realistisch sind. Darüber müssen wir auch ehrlich und offen mit der Ukraine reden. Das tut aber auch jeder. Dass sie diesen Wunsch haben, dass sie dieses Ziel haben, das ist legitim. Es ist Ausdruck von Selbstbestimmungsrecht. Aber es ist auf absehbare Zeit nicht realistisch, nicht auf der Tagesordnung. Und darum ist es nicht Teil von Politik, die bevorsteht. Und das ist auch immer klar kommuniziert worden. Vielen Dank, Herr Röttgen.